Deutschland steht nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen vor unübersichtlichen politischen Verhältnissen. Die FDP lässt die Verhandlungen mit CDU, CSU und Grünen am späten Sonntagabend überraschend platzen. FDP-Chef Christian Lindner analysiert die Geschehnisse. Wenn man die Gespräche der letzten Wochen verfolgt, man die Papiere sieht, die am Ende vorlagen, mit, wir haben es nochmal gezählt, 237 Klammern, und auch den Geist der Papiere sieht, mal jenseits von Einzelthemen, wo man sich nicht hat verständigen können, dann war es eben nicht ein Ergebnis einer Sondierung, das erlaubt, danach Koalitionsgespräche aufzunehmen. Es war eine Sondierung, die wir gemacht haben. Und Kanzlerin Angela Merkel stürzt damit in die schwerste Krise ihrer 12-jährigen Amtszeit. Es war offensichtlich die Gesamtbewertung für die FDP. Ich habe diese Gesamtbewertung nicht geteilt und teile sie auch nicht, aber ich habe sie natürlich zur Kenntnis oder hinzunehmen. Ich fand, dass wir auf der Zielgeraden waren. Klar, die Verhandlungen waren lang, sie waren auch viel komplexer, als man normalerweise Sondierungsgespräche führt, aber wir hatten unglaublich viel auch schon erreicht. 8 Wochen nach der Bundestagswahl ist unklar, wie es weitergeht. Wenn jetzt neue Wahlen kommen, dann kämen, muss ich sagen, dann das ist nicht das, was die Menschen uns als Wählerauftrag gegeben haben, aber dann nimmt man das hin und ich fürchte gar nichts. Den Weg zu Neuwahlen will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zunächst nicht einschlagen. Er werde in den kommenden Tagen Gespräche mit den Vorsitzenden aller an den bisherigen Sondierungen beteiligten Parteien führen, also auch mit den Chefs von CSU, FDP und Grünen. Das ist der Moment, in dem alle Beteiligten noch einmal innehalten und ihre Haltung überdenken sollten. Alle in den Bundestag gewählten politischen Parteien sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie dienen unserem Land. Ich erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen. Aber er werde auch Gespräche mit Vorsitzenden von Parteien, mit denen programmatische Schnittmengen eine Regierungsbildung nicht ausschließen, führen. Damit ist wohl die SPD gemeint, die eine Neuauflage der Großen Koalition ausschließen und ihren Standpunkt klar vertreten. Wir halten es für wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, der Souverän, das sind die Wählerinnen und Wähler, die Lage neu bewerten können. Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht. Bereits am Mittwoch soll dann das Gespräch zwischen dem Bundespräsidenten und dem SPD-Chef stattfinden.